Und da ist er wieder. So, heute fast der letzte Tag des Jahres habe ich den Drahtesel, mein heiß geliebtes Cube, nochmal rausgeholt. Und nochmal, sieht man jetzt nicht, hier hinten auf den Turm zu fahren, voll in der Höhe. Und da geht es jetzt los. Es tut überhaupt gut, nochmal ein bisschen Fahrrad zu fahren. Weil wir haben ja heute den 29.12. und da war ja der 24., der 25. und der 26.12. war ja zwischendrin, ne? Und war Weihnachten. Und man hat ja nur gefressen. Also jetzt, nee, Fraß in diesem Sinne, es war ganz herrlich. Ein feines Mampfi gab es da immer. Aber es tut dann mal gut, wenn man sich dann mal auf das Radl schmeißt und man noch ein paar Meter reintritt, so wie ich jetzt gerade. Hier im Bürger- und Familienpark zu Ösnitz haben sie alles sehr schön angelegt. Hier war übrigens mal die Landesgartenschau. Ist egal, da gibt es ein paar Geistesgestörte in Ösnitz, vielleicht auch in der Umgebung, die denken, alles so sinnloserweise vollschmieren zu müssen. Ja. Denkst du, das kann doch irgendwie nicht normal sein. Muss man die alles vollschmieren? Ich würde so weit gehen, wenn derjenige, der den Schrott hier herangemalt hat, ergriffen wird, würde ich 50 Euro auf den Tisch legen. Dann lasse ich hier schrubben den ganzen Tag. Und nicht nur das, der macht ja alles sauber. Da kann ja den ganzen Tag hier Laub wegmachen. Was gibt es noch zu sehen auf der Deutschlandschacht heute? Wer aufmerksam war, hat es bestimmt schon gesehen. Nämlich das sogenannte Wunderhorn. Der Horn galt damals im Erzgebirge Unna,
anderswo als Verständigungsmittel. Deswegen ist Wunderhund und man wundert sich, warum dieser Stuhl hier drin steht. Das ist, der Stuhl ist warm, das ist ein Hot Seat, könnte man sagen. Hat aber nicht mit der Musikersendung zu tun. Und, ui, guck mir einer an, ist es wirklich ein bisschen warm hier auf den Sitz. Und da entsteht durch Schwelbrände im Inneren der Halde. So, meine Freunde, ich bin am Highpoint meiner heutigen Reise angekommen. Ich wage es gar nicht zu sagen, wie viele Kilometer es waren. Das glaubt mir keiner. Deswegen sage ich es auch gar nicht. Vielleicht verlinke ich die Komoot-Tour mal mit hier unten. Und wünsche euch allen einen guten Rutsch ins 2024. Bis dahin.